Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit Florinde. Hi. Mit Emerios. Hey. Das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, sind jetzt 2 Tage vergangen. Wie man unschwer am Level erkennen kann, habe ich etwas gequestet. Das heißt, ich habe die Kampfberichte zu Ende gemacht, dass es nur noch einer fehlt. Ich habe dafür... wo ist es mit der Materie? Muss ich mal gucken, wo war das nochmal mit der Magie? Hier. Musste ich alle 12 Magiearten auf Max-Stufe bekommen und bin deswegen ins Kolosseum gegangen und habe dort gekämpft, um das zu erreichen. Die schwerste war Beleben, da brauchte man 5000 FP für. Hier kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die Materia Anfang Kapitel 14 bei Aerith House aufhebt, mit der ihr 5000 Schritte gehen müsst, weil diese wird zu FP-Boost. Das ist sehr, sehr nützlich. Des Weiteren, wenn man die spezifischen Kämpfe in der Arena macht, bekommt man noch etwas. Und zwar bekommen Cloud, Tifa und Barret jeweils ihr Limit 2 Stufe. Das ist beim Cloud der Atomisator. Schleudert einen Gegner mit dem Schwert in die Luft und versetzt ihm dann mehrere verheerende Schläge. Schockpotenzial groß. Beim Barret ist es die Katastrophe, konzentriert die gesamte geistigen Kräfte in einem vernichtenden Strahl, auch großes Schockpotenzial. Und die Tifa hat einen Delfinschlag, führt zusammen mit einem Delfin einen mächtigen Angriff aus, Schockpotenzial groß. So, im Zuge dessen, dass ich halt jede Menge Kämpfe dort machen musste, um die Materia hochzubekommen, bin ich natürlich auch mal eben, lass mich nicht lügen, 4, 14, 16 Stufen gestiegen. Wollte dann jetzt aber euch nicht vorenthalten, dass wir den nächsten Kampfbericht machen können, nämlich Kampfbericht 15, der uns noch fehlt, ist die Kampfsimulation mit der Esper Leviathan. Und mit der fangen wir auch jetzt tatsächlich direkt an. Weil das ist die letzte Kampfmission, die uns augenscheinlich noch fehlt. Bis dato. Und ui, der sieht aber schön aus. Und Barret hat jetzt Analysen. Wenn du doch zu Wasserdrachen magst, dann kannst du das auch vorlesen, ne? Leviathan, eine elementalneutrale Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation einer Gottheit, die die Leute vor Naturkatastrophen schützen sollen. Heutzutage leben viele Anhänger der Religion, die zu der Gottheit beten, in der Region Gutheit. Eigentlich taktische Information verfügbar. Und die Mark Hamlets. Deswegen. Ja, hat Cloud erstmal auf Licht bekommen. Autsch, das tut weh. Blitz und Donner. Eieieiei, die hauen aber gut rein. Was hast du da gerade gemacht? Ist klar. Ich
gerade nicht unbedingt. Ja, natürlich erwischt mich der Flügel. Also die Waffe ist ein bisschen leicht im Spiel. War ja zu erwarten, dass du mich einfach. Es war ja bis jetzt keine der Beschwörungen. Volle Konzentration. Weil war es ja ungefähr aus dem Und da haben wir sie noch! Leviathan ist jetzt unsere Beschwörung. Pikachu. Leviathan schmäht Leviathan. Leviathan, den Schutzgott Wutais zu zähmen, vermagst nur du, Cloud. Zusammen mit Leviathan ich weiß. Wirst du über Shinra hinwegfegen. Cloud, ich habe einen neuen Kampfbericht im System registriert. Er hat noch einen. Es wird der letzte Kampfbericht sein, um den ich dich bitte. Noch ein einziges Mal benötige ich deine Hilfe. Okay. Genau. Irfrid hat Cloud, er hat Schokomoppel und sie hatte den normalen Schokomoppel. Was Tifa kriegt jetzt mal von mir Leviathan. Was ist denn der nächste Kampfbericht? Der 20. Kampfbericht. Kampfsimulation mit der Esper Bahamut. Die Esper Bahamut besiegen. Alles klar. Jeder Final Fantasy Fan wird mich jetzt verstehen, dass ich erstmal speichere. Weil Bahamut ist minimal stark. Auch nur minimal, also macht euch keine Sorgen. Der Merios macht den jetzt. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhältst. Nee, den mache ich nicht. Mono. Als Ergebnis der Auswertung gesammelten Daten konnte Bahamut, dein Drachengott, erfolgreich reproduziert werden. Was nun noch bleibt, ist das Verhalten in tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, die Kampfsituation mit der Esper Bahamut durchzuführen. Fühlen wir uns dazu bereit? Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Tun wir das doch. Naja, ein bisschen gelevelt sind wir. Aber ich hier. Aber Bahamut wird nicht einfach. Glaube ich nicht. Kann doch nicht. Schick. Der erinnert mich an den aus 10. Nur halt ohne. Der sieht auch cool aus. Mit super Schultermuskeln. Erstmal kommt Merios Part, nämlich eine analysende Analyse. Ich hab gedacht, sie sieht mehr aus wie Irfrid. Nee. Oh, 88.000 AB. Oder? Eine legendäre Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des Königs der Drachen, der von alten Volk, der ältesten Zivilisation des Planeten, verehrt wurde. Laut mündlicher Überlieferung gibt es verschiedene Formen von Bahamut, jede mit eigenem Aussehen und eigenen Kräften. Ich könnte sagen, du hast ein scheiß Tier. Hä?
10 MP, FP da drin hat. Da kann man sagen, so scheiße. Hier kommt. Okay. Erstmal hasten wir hier durch. Beeilen wir uns. Jo, natürlich geht er noch drauf. Könnte möglich sein. Schatten Eclipse. Los geht's. Zu nachlässig. Zu nachlässig. Schatten. Was ausgerüstet? Deine neue Espa. Ja, hatte ich. Ah, das ist mein Schirm. Alter Schwede, wie er nur auf Cloud geht. Blöder Mistkerl. Natürlich, ist okay. Schon wieder so ein Gegner, der nervt. Ah, Deviathan muss sogar zwei. Wasserstrahl, Wasserschweif. Ein gebündelter Wasserstrahl, der Gegner im Umkreis hart trifft. Fügt den Gegner im Umkreis durch Wasserexplosion Schaden zu. Das ist ein Wasserstrahl. Boah, wie kann man so scheiße sein? Was? Das sieht nicht gut aus. Danke. Atomisator. Ich hoffe, die Kräfte sterben müssen, dass der verschwindet. Ach, der ist schon wieder raus. Ja, natürlich geht er wieder nur auf Cloud. Das ist zum Kotzen gerade. Wie, der ist schon wieder raus? Der ist schon wieder raus, ist eine Schockfähigkeit. Ich glaube, da wird nicht leicht.
Hm? Kammerfisch, schick ihn dem Engel. Geht er mir auf die Nüsse, der Typ? Mach mal eben. Geh doch weg tiefer. Boah, der ist gar nicht so einfach. Geht es wieder? Viel Erfolg! Zieh dich zurück. Natürlich mehr Türschluss. Oh. Ich stand sie von minimal im Weg. Ja, der Elche braucht da mit seinen Attacken. Ich kann ja gar nichts machen irgendwie. Hier, jetzt ist er wieder dran. Ja, das war's. Ja gut! Ich glaube am Anfang musst du die Zeit nutzen, um Regener und Schutzengel auf dich zu zaubern. Bringt auch nur einmal was. Kampfglück verlassen, nicht wahr? Ja, aber trotzdem. Dennoch konnte ich wertvolle Daten passieren. Gewinnen. Analysiere den heutigen Kampf und du wirst beim nächsten Mal sicher triumphieren. Ich schau mal nach, was ich da ändern kann und melde mich gleich zurück. Bis gleich. So, nach einigen frustvollen Versuchen, Schimpfwörtern, die jetzt besser nicht an die Leute des Internets weitergegeben werden sollten, haben wir uns dann überlegt, das mal auf einfach zu stellen, weil ja einfach ist. Uns hat im Prinzip mal interessiert, wie einfach es ist. Und es hat uns ein bisschen schockiert, wie einfach es ist. Wir machen den jetzt auf einfach. Ich habe den Spielstand nochmal geladen. Wir machen den jetzt nochmal mit euch zusammen auf einfach. Einfach damit wir die Materie haben. Und wenn wir das Spiel beendet haben oder wenn wir ihn das nächste Mal treffen und es hat sich noch mal was an unserer Ausrüstung getan oder uns fällt bei Nacht und Nebel eine Taktik ein, versuchen wir den natürlich noch mal auf normal und zeigen euch das dann auch. Nur aktuell ist er eher unschaffbar. Ist das Problem, dass wir ihn halt ersetzt, wenn er zu Ende runtergezählt hat, Mega Flare ein, was wir vermuten augenscheinlich nur durch den Schock abgebrochen wird und Mega Flare grillt uns komplett auf Null. Jetzt? Ich vermute mal, wenn Mega Flare nicht wäre, könnten wir ihn besiegen, aber der Kampf würde sich halt ziehen. Weil wir haben schon so eine kleine Strategie gehabt, aber die. Ja, Mega Flare macht uns. Ich hatte ihn ja auf der Hälfte, ne? Mehr wie die Hälfte. Mehr die Hälfte. Ja. Aber Mega Flare macht uns halt jedes Mal einen Strich durch die Rechnung. Wie gesagt, wenn uns was einfällt, hängen wir es nach. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie einfach er ist. Auf einfach. Ja. Mehrere, was kommentiert diesen Kampf jetzt?
Weil er hat sich auch Schadenswerte gemerkt. Ja. Seht ihr, wie viel Schadenswert das sind? Viel weniger als vorher. Also in mehreren das hat eben, in mehreren ist es eben auch aufgefallen, wie er sagte, dass es mehr wie die Hälfte weniger Schaden ist. Mehr wie die Hälfte weniger Schaden. Du weißt, was ich meine. Ja, die zwei Schattenkugeln auf normal 1400 ungefähr an Schaden, das sind jetzt zweimal, auf leicht etwa so 500. Was halt ungefähr so ein Drittel jetzt fast. Und man sieht ja jetzt auch schon, wir haben ihn jetzt sogar schon in einem schockfähigen Zustand. Da war eben gar nicht dran zu denken. Der Schaden ist halt gerade ein bisschen lachhaft. Ja. Genau. Das haben wir auch nicht geschafft. Schock und haben noch Limit, das ist natürlich 6 richtige im Lotto mit Zusatzzahl. Können wir nochmal was machen und Barrett auch maximal gut oder was da eben. Also der Schaden ist schon sehr jenseits von gut auf böse, den der Cloud war jetzt gerade rausgehauen wird. Ja, guck mal, der hat vielleicht nur noch ein 10, aber 2,5 vielleicht hat er noch ein 2. Hatten noch wenig HP. Ja. Und jetzt gerade ist es wie gestorben, vielleicht voll. Von Tag und Nacht. Ja, wirklich. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Schwierigkeitsgradunterschied so doch extrem so ist. Extrem schon ist auf normal. Aber das erklärt auch mittlerweile für mich, warum wir auch wirklich bei ein paar Bosskämpfen auch mal wirklich ist auch nicht so leicht. Ne? Und ihr seht ja, wir müssen uns ja eigentlich noch nicht mal wirklich heilen. Ja. Ja. Aber jetzt? Oh,
Und dann machen wir mal Wasserschwall. Jetzt zerlegen wir ihn jetzt und das war's. Und die Esper denkt nur noch, was soll ich denn jetzt noch machen? Das war eine heftige Schlacht. Das Aufeinanderprallen von dir und Bahamut, dem König der Esper, war überwältigend. König der Esper. Er hat dich deine Grenzen überwinden lassen. Der König der miese Fuck aus. Wirst du Shinra vom Antlitz dieser Welt tilgen. Endlich! Endlich! Du hast tatsächlich die Daten für sämtliche Kampfberichte eingereicht. Meinen Berechnungen zufolge war eine Komplettierung nahezu unmöglich. Noch dazu in so einer kurzen Zeit. Damit endet unsere Zusammenarbeit. Was wirst du von nun an tun? Neben den Materia habe ich insgeheim auch noch an etwas anderem geforscht. An einem Weg Shinra zu zerstören. Oh. Darauf werde ich mich jetzt konzentrieren. Bestimmt kann ich irgendwann wieder deine Hilfe gebrauchen. So. Du kannst mich hier gerne jederzeit... Ich werde beständig deine Daten auswerten. Also man sieht, es war wirklich... Vom Krampf zum Kindergartenspiel. Ja, also das ist schon ein arger Qualitätsunterschied. Also das heißt, man sollte den normalen Schwierigkeitsgrad auch nicht unterschätzen. Aber jetzt machen wir es uns erstmal wieder was schwerer. Auf klassisch. Wie ein... Für Spieler, die anspruchsvolle Kämpfe bevorzugen, ja, tun wir, aber es muss auch irgendwo. Es erinnert mich immer wieder an den Kampf von Emerios, dem epischen Octopath Traveler. Wie ist das, Fickvieh? Galdera. Wirst du den Namen jemals vergessen? Nein. So, das heißt aber jetzt, da wir auch alle Nebenmissionen ja gemacht haben, wirklich alle? Wirklich alle? Bin ich hundertprozentig sicher. Da. Das einzigste, was halt fehlt, der Jagd nach Corneus Kronjuwel. Genau, aber die werden wir wohl erst im Verlauf der Hauptquest sehen. Die Kronjuwel. Ja, die Kronjuwel, die möchte ich von dem eigentlich nicht sehen. Den haben wahrscheinlich schon sehr viele Frauen gesehen, die seine Kronjuwel. Oder Männer. Ja, selbst gesehen. Ich meine, er stand ja ganz schön auf Claudette. Zum aber erstmal speichern. Aber wie gesagt, sobald uns Nio und Emerios da was einfällt, oder ihr uns was in den Kommentaren schreibt, eine Taktik für Bahamut. Ja, Puls war das Aufschneiden. Werden wir es definitiv nochmal versuchen. Mal so eine Nebenfrage an die Produktion hier neben uns. Auf wessen Kanal kommt diese Folge eigentlich? Auf dem von der florigen Rinde. Oh, gerade, ja. So, gehen wir mal gucken, was hier bei... Oh! Was? Ich weiß gar nicht, was du willst, was die meisten besten Folgen. Die meisten besten Folgen. Die meisten besten Folgen, habt ihr gehört. Florinde ist neidisch. Hashtag Neid in die Kommentare bei Florinde. Hashtag das Tanzduell, das hätte ich gerne auf meinem Kanal gehabt, ja. Das Tanzduell war harte Arbeit, ja? Guck mal, wie Cloud gerade auch wieder seine Dreikraft sammeln muss. Claudette hätte bestimmt gerne zu Schwanensee getanzt. Einst lebte Claudette in Peru. Er dachte, er aß seinen Schuh. So, was haben wir denn hier? Hallo? Hallo? Ach, da ist wieder was drin. Einzelmännchen. Molotow. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Brauchst du ein Molotow ins Gesicht? Die anderen fanden das alle doof. Drum machte er dir den hoch. Florinde denkt sich gerade bloß, wie werd ich die beiden Deppen los? Also der einfachste Weg ist, ich verlasse den Raum. Und geh einfach. Aber die Florinde kann nicht ohne uns. Zumindest teilweise. Ja.
Der Anime ist mit 2. Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Was ist das für ein Loch? Habt da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Okay. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Nett. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Zweite Liga und so. Seid ihr soweit? Das sieht halt echt aus wie so ein Möchtegern-Anime. Erinnert mich an jemanden, was gegen den ich schon mal mit dem Meeres gekämpft habe. Your power is mine. Your power eine Falltür is mine. Für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Davon wird auch ein Let's Play auf dem Meeres Kanal kommen. Dann werden wir mal wieder sehen, ob die Power wirklich seins ist. Das wird ein Livestream. Wechseln wir uns wieder ab? Also wie normal vorher? Haben wir uns ja auch immer abgewechselt. Naja, immer. Mal hatte einer keinen Bock, dann musste der andere erstmal stundenlang da sitzen. Ja, hattest du ja auch eine Zeit lang. Ah ja, aber wir spoilern jetzt nicht zu viel. Kanalisation. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht. Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Unterwegs in der Kanalisation. Looks like a déjà vu. Hashtag Flamen in die Kommentare. Florinde Flame gerade ihre Switch an. Hashtag traurig. Hashtag Spinnenopfer. Geht zum großen Kanal. Hashtag lachen. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Ich bin 100.000 Mal so ein blödes Spinnen, die mich angegriffen hat. Ja. Und du bist immer noch nicht Spider-Woman. Spider-Man, Spider-Man. Ich bin auch nicht mal Spider-Schwein. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Naja. Guck mal. Macht immer das, was ein Spider-Schwein.
Ich frage mich, was hier wieder los ist, dass wir hin müssen. Da will bestimmt aber das Monsterplatten von Corneo. Das, was wir das letzte Mal hingekriegt haben? Was er abgehauen ist? Oder das, was er auf dem Kopf hat? Das wird dein Kinder! Hyper. How much is the fish? How much is the man in the ice cream? How much is the man in the ice cream van? Oh, hat der Emeris gerade einen Hänger. Emeris hat ein Problem festgestellt, muss beendet werden. The oppressed. So much oppressed. Erstmal wieder eine Runde chillen. Das ist was Cloud will. Wie geht's denn so? Wird tiefer sagt, schön gewonnen. Mich würde mal interessieren, wie man hässlich gewinnt. Mit beiden Augen blau. Zwei blaue Augen. Das war abzusehen. Kaiserfaust. Todeszorn. Titankanone. Wer macht es? Keine Chance. Entstehen. Ein bisschen Weg muss sein. Wann ist das Backtracking vor Sonnenschein? Komm, wir laufen um die Wette.
Also irgendwie geht's da nicht mehr, der. Naja, zieht nicht so was. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bits den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Die lieben sich aber. Willkommen im Untergrund. Hier. In der Nähe ist ein Privatdurchgang von Volcomio. Sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Anjan? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Ach ja. Gute Freunde, kann niemand trennen. Voller Konzentration. Check des Kaiserkopf. Jetzt bist du ein bisschen geschockt worden. Nochmal Klingenschlag! So, 1400. Das ist die Tür, oder? Oh, sieht leider so aus. Leider geil. Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Oh.
Hier können wir wieder Muche kaufen. Megatrank. Ether. Wenn er denn will. Eine Phönix geht. Das waren aber zwei. Was ist denn die Jungfernkurs? Wer teilt das denn? Frosch. Ja. Erstmal mit mir chillen. Das ist wahnsinnig schön. TP und MP gehabt. Und hat sich bewegt. Hashtag Wufwuf. Hier? Ja, jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid, aber ich brauche euch noch ein bisschen. Hashtag Fleischung. Hab mich lieb. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Es ist da vorne abgebrochen. Nein. Mama. Mama, Schüsse! Dum, dum. So, aber an dieser Stelle machen wir einen Cut, bevor wir uns ins nächste Gefecht stürzen. Ich hoffe, es hat euch trotz bestia Schlachten gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy VII Remake. Aber das auch nur, wenn ihr die Florinde oder den Emerius abonniert. Bis dann, ciao. Und Emerius und Florinde abonniert. Ich glaube so. Das oder gesagt. Oder so. Ciao. Tschüss. Nochmal.